Champions und Meister. Nun gibt es natürlich alte Meister und neue Meister. Und es gibt auch falsche Meister. Einer hat mit seinen falschen Meistern relativ viel Unruhe gestiftet. Wir haben ihn eingeladen, weil er uns interessiert. Hier ist Konrad Kujau. So, guten Abend, herzlich willkommen. Herr Kujau, ich komme ein bisschen so rüber mit meinem Mikrofon. Nun sitzen Sie hier auf dem Holzbänkchen. Ja. Fühlen Sie sich so ein bisschen auf dem Armsünderbänkchen? Als was sehen Sie sich eigentlich? Viele haben ja gesagt, also das ist eine tolle Leistung, was der gemacht hat. Die anderen haben gesagt, so ein Sausack, der hat einfach beschissen. Wie sehen Sie sich? Ja, schon so. Ich habe schon etwas beschissen. Aber es hat auch viel, viel Freude gemacht. Es vor allem, wenn man die großen Experten mal richtig aufs Kreuz legen kann. Und das macht wirklich die beste Freude. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man kann nur drüber streiten. Also, ich muss sagen, mich nervt einer, der Kinder verhaut, auch mehr als einer, der den Stern bescheißt. Aber das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Nee. Man weiß ja nicht, ob der Hernan da ist. Ich weiß es nicht. Ist ihn der eigentlich im Grunde seines Herzens noch böse oder sagt er, der Lümmel hat mich geleimt? Nee, ich glaub's gar nicht. Der ist mir nicht mehr böse, weil wir haben uns ja während der Gerichtsverhandlung getroffen und wir haben schon wieder rumgeflaxt, nicht? Haben Sie inzwischen den Nannen auch schon drauf, die Unterschrift von... Den habe ich schon vorher drauf gehabt. Nun ist es ja, wenn man diese Fähigkeit besitzt, diese Kunst wirklich zu fälschen, ja nun wirklich sehr naheliegend, dass man es auch versucht. Sie haben das ja schon vorher gemacht. Hätte man das eigentlich wissen können? Ich meine, es gab ja schon viele Kujaus im Umlauf vorher. Ja, normal hätte man das wissen müssen, aber die Kujaus hatten, die haben es nicht erzählt, weil die haben natürlich geglaubt, damit wieder ihr Geschäft zu machen. Und dann haben die natürlich gesagt, wir haben Originale, obwohl sie wussten, sie haben Kujaus. Inzwischen sind die Kujaus so fast so wertvoll wie die Originale. Jawohl. Also gibt es Leute, die sagen, ich habe einen Napoleon à la Kujau beispielsweise. Das gibt es, ja. Und Sie sind eifrig bei der Arbeit. Also jetzt haben Sie ja sozusagen den obersten Segen. Und jetzt, wenn man jetzt einen Kujau kauft, dann sagt man, gut, das ist zwar kein Napoleon, aber immerhin ein Kujau. Ja, so ist es. Ich, zum Beispiel, ich habe die letzte Zeit einen Aufmarschplan von Wallenstein gemacht. Ich glaube, der ist... schon wieder in irgendein Museum. Das war, ja. Im Kujau-Museum, oder? Nein, der ist irgendwie wieder über andere Kanäle gelaufen, aber ich habe Kujau drunter geschrieben. Man weiß ja nicht, ob die das wieder abschnibbeln. Ach so, also. Oder also, die das dann verkaufen. Wie man es versucht, es passiert doch immer wieder. Ja. Sie sind also jetzt richtig eifrig bei der Arbeit. Müssen Sie eigentlich noch mal einrücken oder wissen Sie das noch nicht? Das weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn die Jungs dann vielleicht so die Kollegen, man kann da auch sich dann die Unterschriften vom Justizminister besorgen oder so? Da bin ich eben dabei, von allen Justizministern der Bundesrepublik mir die Unterschriften zu besorgen. Also, er ist nämlich tatsächlich einer, der nun nicht nur, wenn er lange arbeitet, irgendetwas ungeheuer genau hinkriegt. Es geht bei ihm auch relativ schnell. Das heißt, wenn ich jetzt meine Unterschrift hier hinsetze, wären Sie aufgrund Ihrer Begabung in der Lage, die relativ schnell nachzuempfinden. Gut, dann hole ich mir hier so einen Filter und schreibe mal meinen Namen. Ich würde ja nie eine Scheckkarte rumliegen lassen, wenn Sie in der Nähe sind. Ich habe ja auch so eine schlichte Kinderschrift. So, er setzt sich die Fälscherbrille auf. Und jetzt Meister Kujau bei der Arbeit. Habe ich eigentlich eine intelligente Schrift oder ist sie leicht nachzumachen? Die ist ziemlich schwierig. Aber, so. So, ja, also es sieht zumindest ähnlich. Ich meine, das kann natürlich auch geübt sein. Ist jemand bei Ihnen so Apotheker oder Arzt oder sowas, der glaubt, ja, eine etwas schwierige Schrift zu haben? Ich hätte einen anderen Vorschlag. Ja? Vielleicht ist ein Richter oder ein Staatsanwalt drunter. Aber ein Polizist hätten wir es auch nicht schlecht. Nee, Richter auch. Und Staatsanwälte glauben immer, sie haben fälschungssichere Schriften, Unterschriften. Aha. Aber für, also ein Polizist wäre doch nicht schlecht. Ist hier einer mit einer Unterschrift oder seid ihr im Dienst? Ja, komm mal, einfach nur so mal. Servus. Guten Abend. Tut mir leid, aber das ist jetzt einfach, wir müssen schon. Sie kriegen von Herrn Kujau auch einen Brief mit einem Originalbrief vom Justizminister, das vorher genehmigt war. Wie ist Ihr Name? Jüngling. Jüngling.
Mensch, das sieht man ihn direkt an. So, also einfach Unterschrift. Nee, richtig, so wie du unterschreibst auf den Tickets. Das ist auch oft geübt. Ja. Oh, oh, oh. So, er wird ja nun... Ja, hä? Gut, muss ich sagen. Gut, musst du sagen. Morgen geht der Strafzettel schreiben. Ein Kur. Geben wir ihm mit. Vielleicht, wie heißt denn hier euer Justizminister? Der Justizminister, wir haben ja keinen Justizminister. Ah, Senator, ja, was Besseres. Wie heißt der? Rupert Scholz. Hat er gewusst, aber ich hab's nicht verstanden. So ein Doppelname, Rupert Scholz. So ein Doppelname? Käthe Kruse, ne? Also, Robert Stolz ist ein anderer. Robert Stolz? Nee. Ist egal. Gut, ich wollte ihm noch einfach oder schreiben Sie Helmut Kohl, da ist eine Bestätigung für morgen. Helmut Kohl. Haben Sie drauf? Ja, Moment. Das ist Helmut Kohl. Das ist Helmut Kohl? Na Mensch, nimmst du mit als Bestätigung für zu Hause mit Unterschrift vom Kohl? Alles klar. Danke, servus. Wiedersehen. Er hat ja auch noch hier ein paar Bilder gemalt. Und so richtig die Künstler nachempfunden. Also er kann nicht nur schreiben, er kann auch malen. Wobei, also den hätte wahrscheinlich der Louvre nicht gekauft, den Rembrandt. Aber es ist ein nachempfundener Rembrandt, Gottschalk. Was ist los? Solche Nasen gab es damals noch gar nicht. Haben wir das Original daneben? Ja, also Rembrandt, Selbstbildnis. So, das ist ein Chagall. Marc Gottschalk. Das ist ein Picasso. Und das ist ein Salvador Dali. Also richtig mit Kuja nachempfunden, das wäre das Original. Und links den Kuja, er schreibt aber anständigerweise den Namen inzwischen mit drauf, damit ihm keiner vorwerfen kann, es wäre gemogelt. Was haben wir noch so? Das ist hier Van Gogh. Der Van Gogh. Der steht da unten. Der steht hier, unvollendet. Oh ja, ich habe natürlich die Sassoon-Frisur, das sieht man. Ja, das muss man, damals gab es ja keine Lockenwickler oder irgendwelche Menschen. Ich habe doch keine Lockenwickler. Damals hatte man ja strähnigere Haare und was glaubst du, wenn du so hingegangen wärst, die hätten dich damals so gemalt. Damals hat man einmal im Monat seine Haare gewaschen, weil da gab es ja auch kein heißes Wasser. Da hättest du schon strähnigere Haare gehabt. Ich wasche die auch nicht öfter. Ja. So, dann bedanke ich mich. Wir sind eigentlich schon, man könnte stundenlang mit ihm reden, denn er hat ja auch viel gelernt über die ganzen Leute. Ja. Man lernt ja auch einiges über Napoleon, über den Rembrandt. Muss man. Ansonsten kann man sich ja gar nicht fälschen, man muss ja wissen, weil auch Napoleon hat ja die Schrift, seine Unterschrift, auch die Schrift, teilweise alle 4, 5 Jahre geändert. Und gerade als er Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Italien war, da hat er die härteste Handschrift gehabt und das muss man ja wissen. Ja eben, das muss man wissen, das ist ja gar keine Fälschung mehr, schon wieder Arbeit, was er macht, da kann man gar nicht böse sein. Also. Ich bedanke mich, Herr Kuja, schön, dass Sie da waren. Servus.